So, und dann gehe ich auf die Heilung mit der anderen Maustaste. Und jetzt fühle ich mich in der Lage, wieder ein, zwei Schläge abzugeben. Also, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen bei den Biestchen. Halleluja, ist das eklig. Fuck you. Einhändig verbessert, ist auch schon mal ganz gut. Alter. Ja, Beno, das glaube ich dir, aber du hättest ruhig mitkämpfen können gerade. So, die Überreste dieser Dwemer-Sphären mal durchsuchen. Geht nicht. Jetzt freue ich mich, warum geht das nicht. Also. Das Tor kann ich aufschließen, ist wieder adept. Also alles in allem war das jetzt auch nicht so lustig, ne? Also zwei Stück gleich. Na, aber wir können sie fertig machen, aber ich muss ein bisschen offensichtlich ein bisschen vorsichtiger kämpfen dann auch gegen die, weil das war ja jetzt. Komm, die war doch schon offen. Nur mit Haut drauf kommst du da nicht weiter, glaube ich. Bei diesen Sphären. Jetzt weiß ich auch, wie die heißen, Dwemer-Sphären. Ich hätte sowas mit Konstrukte eben erwartet. So, ich speichere auch mal zwischen, fällt mir da ein. Stelle die Maus wieder auf eine halbwegs vernünftige Geschwindigkeit ein. So. Und wo bin ich jetzt? Gibt es hier irgendwas, was es sich, wofür sich das Ganze jetzt gelohnt hat? Oder eher nicht? Eher nicht, ne? Weil wir sind hier wieder am Anfang. Oh. Alter. Naja, gut. Oh, ich hatte ein Level Up. Stimmt, wir sind Level 18. Oder? Genau, neue Stufe. Und ich werde die Magika steigern nach unserem Malheur von neulich, ne? Und ich habe mal Lust zu gucken, ob es irgendwas Neues gibt, das ich auf der Schießkunst schon machen kann. Schleichen, leichte Rüstung, 48. Warum ist denn das grün? Gibt es irgendwas, was mir das anbietet? Steigert den Rüstungswert. Na komm, das kann ich wirklich mal machen. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Den Perk könnte ich mir tatsächlich leisten. Ja, ich bin Schießkunst auf 50, das muss doch auch ganz gut sein. So, überspannen. Adlerauge haben wir. Die ruhige Hand. Das Heranzoomen verlangsamt die Zeit. Prozentchance für kritische Treffer erhöht sich. Da fordert der nächste 60. Ja, ich steige mal meinen Bogenschaden. Dann habe ich meine Perks auch alle ausgegeben. Das ist eigentlich ganz nice. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Also da waren wir drin. So, jetzt muss ich das Tagebuch und das Tagebuch noch bergen. Dazu muss ich jetzt erstmal wieder eine Ebene nach oben. Dazu schwimme ich darüber. Ja, komme ich da nicht raus? Doch. Also verdammt coole Ruine hier, auch wenn ich hier gerade wieder im Dunkeln umher irre. So, und jetzt muss ich darüber, habe ich das richtig gesehen? So, jetzt direkt geradeaus, ja. Und von wo komme ich da ran? Wie komme ich da hin? Von der anderen Seite. Das heißt, ich muss irgendwie wieder komplett rüberkommen erstmal. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite hochspringen, um ins Wasser. So, das macht ja Gott sei Dank keinen Schaden. War mir jetzt einen Augenblick nicht so sicher, ob ich jetzt Dummheit gemacht habe, als ich da runtergesprungen bin. Aber es hat funktioniert. Was habe ich denn hier?
Ist leider nichts zum Looten. So, jetzt müssen wir trotzdem erstmal einen Weg hier hochfinden. Ich gehe nochmal an Land, um hier einfach besser umzugucken. Ich muss da hoch. Bino, wo geht's denn hier hoch? Hast du da eine Idee? So, irgendwie? Mein Freund? Vielleicht da drüber. So, zack, zack, zack. Naja. Was anderes als gucken bleibt mir gerade nicht übrig, glaube ich. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, das ist der Weg, wo wir auch herkommen. Das wird dann wohl der richtige sein. So. Oder ist das der Weg, wo wir herkommen? Ja, perfekt. Genau das habe ich mir gewünscht. So, jetzt laufen wir nach vorne quasi nach links. Das Beno geschafft. Naja, der kommt schon. Der kommt schon irgendwann und wie spätestens beim nächsten Gebietswechsel. So, da muss ich rein, ne? Das heißt für mich, ich müsste eigentlich hier nach links irgendwie abbiegen. Und das ist es aber nicht wirklich. Also zurück. Und da ist Beno. Ne, ich muss da rüberkommen irgendwie. Das muss doch machbar sein. Muss ich da runterspringen auf den anderen Vorsprung? Führt hier nichts nach unten? Hm, hm, hm. Ich da hochklettern. Ich will auch nur da hochklettern. Nur da so. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Das wäre doch perfekt, um darüber zu kommen. Ja. Blöd, dass das nicht geht. Sagt die Karte da auch irgendwas? Gibt es da irgendwo einen Geheimgang? Licht? Hallo? Hallo? Nee, sieht schlecht aus von hier aus. Wie komme ich darüber? Ist das ein Hebel? Boah, die Decke leuchtet ja krass. Also da komme ich raus da, aber rüber komme ich so nicht. Ich denke fast wirklich, dass Springen hier die beste Option ist. Und ich weiß auch nicht, ob das nicht zu hoch ist zum Springen. Ich kann leider auch überhaupt nicht sehen, ob da unten irgendwo noch was ist. Also ob ich da von unten von der Seite zum Beispiel rankäme, wo das Springen halt viel einfacher wäre. Aber ich glaube, der Turm ist unten drunter massiv, so wie das aussieht. Wenn das da unten auch so eine Dwemer-Sphäre ist, dann habe ich da eh Angst runter zu gehen. Und dann halbtot unten aufzuschlagen, vor allen Dingen. Das ist der Punkt dabei. Ja, ich weiß, Beno, mich nervt das auch. Ja, von der Seite habe ich die bessere Chance, glaube ich. Wenn ich so von da springe quasi, ne? Wozu die Eile? Okay. Und ich sehe aber wirklich trotzdem keinen besseren Ein- oder Ausgang hier. Zieht mich was? Nee. Gut, knack! Ich wusste, wenn wir tief genug graben würden, würden wir schließlich auf neue Ruinen treffen. Markart ist eine Stadt, die auf einer Stadt erbaut wurde. Von frühen Fundstücken wissen wir, dass der Name der Stadt Nuranzell lautet. Aber darüber hinaus liegen uns nur wenige Informationen vor. Uns wurde aber eine Begleitung abgestellt und morgen begeben wir uns in die eigentliche Stadt.
Erst ein Tag und schon vermisse ich meinen Schreibtisch und meinen Stuhl. Ich dachte, die Erforschung würde mehr Spaß machen. Aber bisher kämpfen wir nur gegen Spinnen und erhaschen gelegentlich einen Blick auf einen Geröllhaufen. Hoffentlich kommen wir bald zur Hauptruine, damit wir ein Lager aufschlagen können und ich anfangen kann, ein paar unserer Fundstücke zu katalogisieren. Vorhin haben wir die Waffenkammer gefunden und Eri ist zurückgeblieben, um einen Weg in die Hauptschatzkammer zu suchen. Wenn jemand das Schloss öffnen kann, dann er. Wir sind weitergegangen und haben uns hier für die Nacht eingerichtet, da die Wachen sagen, dieser Ort sei leicht zu verteidigen. Ich habe trotzdem für alle Fälle ein paar Runen platziert. Okay, also gibt es hier Fallen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der hat Mondzucker dabei. So einer ist das. So, hier könnten wir auch schlafen und uns ausruhen. Was aber nicht die beste Idee ist, wenn man überlegt, dass der hier tot rumliegt, ne? So, kaiserliche Sachen. Und wo zur Hölle geht's da rein? Das ist wieder die Armory, okay. Also hätten wir innenrum quasi rauskommen können. So, da haben wir noch eine Leiche, das ist auch ein kaiserlicher. Und Beno hat den Sprung offensichtlich nicht gepackt. Ich hoffe, er ist hier jetzt direkt wieder mit dabei. Beno ist wieder da, perfekt. So, ich gehe direkt in die Schleicherstellung. Weil mir ist das alles nicht so geheuer. Wenn ich ehrlich bin, ich schaue mal kurz auf die Map. Das ist wohl auch wieder ein bisschen größer. Je nachdem, wie linear, wie schlauchförmig das Ganze aufgebaut ist. Ach komm, ich gehe direkt in die Nah-Ego-Perspektive, sagen wir es mal so. Die gefällt mir halbwegs gut noch, auch wenn es ein bisschen, ja, ein bisschen unübersichtlich ist, sieht es einfach gut aus. Und da haben wir unseren ersten Kollegen schon wieder. Und wir haben hier jetzt ja auch mehr Zeit wieder. Der war's. Schade, das war eine halbe Sekunde zu früh. Und zack, mal wieder ein kritischer Treffer. Also mit Sequenz und unser Beno haut nochmal hinterher. Das gefällt mir. Gefällt mir. Beno sieht auch noch recht fit aus. So, die schleichen da hoch. Oh, verflucht. Wir warten hier kurz, bis sich das da ausgetobt hat. Ist das eine... Ne, ist nicht. Ich dachte, da steht eine Truhe. So. Gold. Fallmauer nehmen wir mit. Ja, Weißkappe auch. Ich werde jetzt irgendwann demnächst auch einfach mal meine eigenen Tränke machen, weil ich kann meinen Tränkebedarf aktuell nur ganz schwer decken. So. 15 Pfeile. Das könnte auch für die zwei reichen noch. Das war jetzt eher schlecht. Das war jetzt sehr knapp, Beno. Und was ich definitiv schnell mache, ist meinen Bogen wieder aufladen. Zweimal Bogen. Laden. Mit T, mit einem gewöhnlichen Seelenstein. Irgendeiner hat mich noch entdeckt, das ist sogar der. Und der ist halb tot von einem Schuss, das gefällt mir sehr gut. Und der könnte jetzt den Rest geben, wenn ich getroffen hätte. Da. Genau, perfekt. So. Also, ihr habt recht gehört, ich habe davor gesprochen, ich werde ein bisschen mehr Alchemie machen demnächst. Das heißt, ein bisschen mehr, das ist eine Falle, oder? Ja. Gut. Beno, wir laufen hier außen rum. Und naja, Heiltrankrezepte werde ich mir angucken. Weil brauchen wir einfach demnächst. Das, was ich finde, reicht nicht mehr und ich will nicht zu viel Geld dafür ausgeben. So, der Herr Stobber.
Nachdem wir die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen hindurchgekämpft hatten, kamen wir schließlich in das eigentliche Nuranzell. Sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch. Ja, ganz meine Meinung. Nuranzell vibriert vor Leben, aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinabgelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit mit den Studien dieses Baums außerhalb der Wohngebäude verbracht. Ah, der war mit drüben bei dem anderen. Können aber nicht herausfinden, was er bedeutet. Strom wird mit einem der Schüler zurückbleiben. Ach ja, um den Bereich eingehender zu untersuchen. Ich freue mich schon darauf, seine Notizen zu diesem Thema zu lesen. Naja, tut mir sehr leid für dich. Heute haben wir die Waffenkammer der Stadt betreten. Die besten Dwemer-Sachen haben die Fallmeer dank der robusten Dwemer-Schlösser noch gar nicht gefunden. Erich sagte, er könnte in die Schatzkammern eindringen und würde Bescheid geben, wenn es ihm gelungen sei. Die Spinnen haben uns große Schwierigkeiten gemacht. Halt, falsche Richtung geblättert, sorry. Haben uns große Schwierigkeiten gemacht, aber wer hätte damit rechnen können, dass nur sie alleine Markart gesichert haben. Nach dem Verlassen der Waffenkammer errichteten wir ein Lager, aber die Fallmeer haben uns beobachtet und sind unseres Eindringens schließlich überdrüssig geworden. Sie kamen, während wir schliefen und töteten die verbliebenen Wachen. Meridia, vergebe mir, dass ich meine Schüler als Ablenkung benutzt habe, um zu entkommen. Aber ich muss diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Zu viele. Konnte Schalter nicht drücken. Halt, ich will es natürlich nehmen. Wo ist das denn? Nehmen wir kurz was. Ja, da liegt das Tagebuch. Das muss ich natürlich mitnehmen. So, reaktiviere Nuranzells automatische Verteidigungsanlagen. Bin ich ja doch sehr gespannt, wenn ich ehrlich bin. Das soll ja direkt vor mir sein. Und ich weiß nicht so, ob das die tolle Idee ist, wenn ich ehrlich bin. Aber fühle mich schon als jemand, der vielleicht von dem Aktivieren dieser Verteidigungsanlagen betroffen wäre. Na, alter, verdammte Scheiße. Dämmer Spinnenarbeiter. Aber die sind nicht so hart, die kann man hier einfach so bequem im Sitzen platt klopfen. Na komm, lauf doch hin und helf dein Benochen. So. Und was gibt's denn da? Getrieberäder und Dwemeröl. Also das Dwemer und ein Zähnenstein. Ja klar, die müssen ja auch irgendwie funktionieren, ne? Also die Kreisel lasse ich liegen. Das Dwemeröl ist... Oh, ein gefüllter Seelenstein, auch mal nice. Also, ach du Scheiße. Gut, dass die auch Feuerschaden kriegen, hätte ich jetzt fast gedacht, dass das eventuell nicht geht. Muss ich ehrlich zugestehen. Alter, verdammt, dieses Fern. Sind schon recht zäh. Aber wir haben unseren Benor dabei, der kommt damit klar. So, Dwemer-Sphäre. Bolzen, jetzt weiß ich auch, woher die Entschaden kriegen. So, verbogenes Dwemer-Metall. Also wenn wir jemals Dwemer-Metall brauchen, dann sind wir hier auf jeden Fall richtig.